Schön, euch wiederzusehen. Welcome back, The Prodigy. Nach 6 Jahren Studio-Prokrastination und Monster-Welttourneen haben die Könige des Krawallo-Breakbeats ein neues Album aufgenommen. Einer muss der aktuellen Elektroszene schließlich zeigen, wer Chef im Ring ist. Okay, das klingt jetzt ein bisschen grantelig. Aber wenn man heute auf Festivals geht, dann ist da eine Bühne und auf der steht irgendwo ein DJ, den man kaum sieht. Man hört also einfach nur laut Musik und guckt sich dabei ein paar Lichter an. Die Elektroszene wird immer aufgeblähter und kommerzieller. Sie wird langsam zu ihrer eigenen Karikatur. Alle haben Nebelkanonen, Feuerwerk, Lichtshows und riesige Videoleinwände. Man fragt sich manchmal, wie viel Scheiß kann man um einen einzigen Typen herum veranstalten? Naja, so ganz ohne ein bisschen Shit auf der Bühne geht's natürlich auch bei The Prodigy nicht. Aber hier ist die Musik eben noch echte Handarbeit. Und das schon seit 25 Jahren. So this is nice. It's one of the better ones. Has it got a toilet in there? Yeah, I've got toilet, I've got MTV. This is my more city. I like to show my street image as such. It's really hectic. England 1992. The Prodigy sind die MTV-Stars der Rave-Szene. Gasmasken gehören zum Party-Outfit und getanzt wird auf illegalen Partys in der englischen Countryside. Am Anfang lief in der Rave-Szene alles über Flyer. Wenn man rausfinden wollte, wo die nächste Party stattfindet, musste man eine Telefonnummer anrufen. 3 Stunden bevor es losging, haben sie einem dann gesagt, der Rave ist auf einem Feld an der und der Autobahn, Abfahrt 12. Und da strömten dann alle hin. Damals war alles super spontan. Es gab keine Regeln. Gesetze wurden ignoriert. Alles war neu. Man hat alles ausprobiert. So war das auch mit der Musik. Und deshalb testen The Prodigy Mitte der 90er als Erste, was eigentlich passiert, wenn man Rave-Beats mit Rockgitarren-Riffs und Punk-Attitüde zusammenschmeißt. Irgendwann ging es mit der Rave-Szene bergab und wir haben uns immer mehr als richtige Band etabliert. Unser 2. Album Jilted brachte uns in eine ganz neue, eigene Richtung. Wir konnten auf einmal machen, was wir wollten. Wir brauchten uns nicht mehr von irgendwelchen DJs einschränken zu lassen. Und wir wollten keine kommerzielle Band werden, die vom Radio abhängig ist. Also haben wir unsere Musik auf die Bühne gebracht. Und diese Bühne haben wir erstmal komplett neu erfunden. Okay, lange her. Aber die Prodigy-Formel, clubtaugliche Beats auf Rockbühnen zu holen, funktioniert bis heute. So gut, dass sie von Japan bis Griechenland weltweit Stadien füllen und mittlerweile 25 Millionen Platten verkauft haben. Das Ganze hat nur einen kleinen Haken.
Irgendwann muss jede Band auch mal runter von der Bühne und wieder ins Studio. Musik zu schreiben kann ehrlich gesagt scheiß langweilig sein. Man sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch. Außerdem hasse ich Computer. Ich hasse es, wie ein Buchhalter vorm Rechner zu sitzen. Das erklärt dann natürlich auch, warum es bis zu ihrer neuen Platte ganze 6 Jahre gedauert hat. Gefunzt hat es erst, als sie die Studioarbeit auf nachts verlegt haben. Dabei gab es dann auch eine prägende Begegnung mit dem Album-Maskottchen. Eines Morgens bin ich um 4 Uhr aus dem Studio gekommen und da schlief dieser Fuchs unter meinem Auto. Ich habe ihn dann andauernd gesehen. Ich bin völlig dösig und in Gedanken nach Hause gefahren. Wenn Dinge um mich herum passieren, lasse ich sie natürlich auch in die Musik einfließen. Nichts passiert ohne Grund. Und als ich so nach Hause fuhr, dachte ich, der Fuchs ist ein bisschen wie ich. Wir sind beide nachtaktiv und machen beide unser Ding. Klar, gewisse Parallelen sind da natürlich schon zu erkennen. Wir wollen es nicht hoffen, aber für den Fall, dass es die Jungs irgendwann nicht mehr ins Studio schaffen, hat Keith schon mal vorgesorgt und sich zu Hause in Essex gerade einen eigenen Pub zugelegt. Klar, diese Band wird eines Tages aufhören, aber ich glaube, wir sind alle ziemlich bodenständig geblieben, trotz des ganzen Bullshits, das abgefeiert werden, die Massen, die Egos. Das kann dich total verändern. Ich bin immer noch ein Junge vom Land. Und im Leben bekommt man nur einmal die Gelegenheit, einen Pub aufzumachen. Ich wusste sofort, dass ich das machen muss. Die Fans werden mich also leider bald mit Bierbauch sehen. Sorry, Leute, aber ich betreibe schließlich einen Pub. Sorry, guys, I've got a pub. Nichts gegen ein gutes englisches Ale, aber wir sehen euch dann doch lieber noch eine Weile auf der Bühne. Cheers!